Sobald du diese Fragen beantworten kannst, wird deine Seelenliebe in dein Leben treten. Nicht jeder Zeitpunkt ist der richtige, um seine Seelenliebe in die Arme schließen zu dürfen. Und umgekehrt wissen wir, wie wichtig der richtige Zeitpunkt im Leben für alles ist. Timing ist im universellen Zusammenhang sozusagen das Zünglein an der Waage. Wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, kann dort nicht ganz falsch sein. Wichtigste Voraussetzung für das Meet and Greet mit deinem Seelenmenschen ist, dass du mit deinem Leben im Einklang bist. Je gefestigter du emotional und geistig bist und je näher du deiner Bestimmung bereits gekommen bist, desto eher kann es zum großen Showdown kommen. Wie du dich darauf vorbereiten kannst? Beantworte für dich die folgenden 12 Fragen. Denn sie sind es, auf die dein Seelenmensch schon jetzt eine Antwort erhalten möchte. Bevor wir nun starten, möchten wir dich einladen, Teil unserer großartigen Community zu werden und unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Beiträge mehr zu verpassen. Nummer 1. Bist du bereit für jede Menge Spaß? Jawohl, du hast richtig gehört. Die Liebe, die wahre, unverfälschte Seelenliebe will Spaß in dein Leben bringen. All das Schwierige, Traurige und Komplizierte ist ihre Sache nicht. Nimm die Seelenliebe durchaus ernst, aber nimm das Leben mit ihr leicht. Sie wird es verstehen, wie kein anderer Mensch dich zum Lachen zu bringen. Nummer 2. Sag mir, wie ich dir helfen kann. Deine Seelenliebe hat eine Bestimmung zu erfüllen, sobald sie in dein Leben tritt. Ihr beide sollt einander bereichern und ergänzen. Ihr sollt wachsen, am besten über euch hinaus. Dafür muss deine bessere Hälfte jedoch ungefähr wissen, wo die Reise für dich hingehen soll. Welche Aufgaben soll sie erfüllen? Was brauchst du? Nummer 3. Bitte bleib, wie du bist. Mach nicht den Fehler, dich für deinen Lebensmenschen zu verbiegen. Er liebt jeden Aspekt deines Seins und du sollst dich daher auf keinen Fall für ihn ändern. Leider begehen viele Menschen diesen Kardinalfehler. Sie denken, sie wüssten ganz genau, wie sie für ihren Seelenmenschen sein müssten. Dabei sind sie schon alles und noch mehr. Nummer 4. Wie viel Zeit brauchst du noch, um bereit für uns zu sein? Diese Frage ist besonders wichtig und du kannst sie, wenn du absolut schonungslos ehrlich zu dir bist, auch beantworten. Überlege dir gut, ob dein Leben jetzt schon die ideale Landebahn für deinen Lebensmenschen darstellt oder sind vielleicht noch Wartung und Instandhaltung nötig. Nummer 5. Welche Ziele sollen wir gemeinsam erreichen? Mach gerne eine Liste, wenn du magst. Je detaillierter du dir dein Leben Seite an Seite mit deinem Seelenmenschen ausmalen kannst, desto besser. Sie oder er möchte unbedingt Bescheid wissen, welche Abenteuer ihr gemeinsam bestehen werdet. Nummer 6. Kannst du dich lieben? Jetzt wird es ungemütlich, aber an dieser Frage kommst du nicht vorbei. Dein Seelenmensch muss wissen, ob du diesen wichtigsten aller Jobs im Leben schon beherrschst oder nicht. Denn niemand kann dich lieben, wenn du es nicht tust. Ohne diese Fähigkeit wirst du vergeblich auf euer Zusammentreffen warten müssen. Nummer 7. Gibt es Baustellen in deinem Leben, die du besser noch behebst? Ist an der Beziehungsfront noch einiges zu klären? Gibt es Menschen, die noch Gesprächsbedarf mit dir haben? Wo stehst du gerade beruflich? Wie ist das Verhältnis zu deiner Familie? Dein Seelenmensch kann viel mit dir bestreiten, aber diese Herausforderungen musst du zuvor ganz allein bewältigen. Nummer 8. Glaubst du daran, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert? Auch diese Frage ist wichtig, denn sie zeigt den Dreh- und Angelpunkt des kosmischen Wirkens auf. Solange du dich hier nicht zu einem klaren Ja bekennen kannst, wirst du deiner Seelenliebe nicht begegnen können. Sie ist ein Teil dieses immensen Schöpfungsgedankens und Rädchen im Getriebe der Weltenseele. Wenn du nicht an Bestimmung und Schicksal glauben kannst, werden eure Wege sich nicht kreuzen. Nummer 9. Ich liebe dich jetzt schon. Du mich auch?
Die Liebe ist die Antwort auf die Fragen, die wir uns im Hinblick auf Seelenverwandtschaft stellen. Trotzdem könnte dich diese konkrete Frage in Bedrängnis bringen. Sich auf die Seelenliebe einzulassen bedeutet, allen anderen Optionen für immer zu entsagen. Wärst du bereit dafür, für die einzig wahre Liebe auf das Flirten und auf sehnsüchtige Seitenblicke zu verzichten? Nummer 10. Ist deine Vergangenheit wirklich vergangen? Dein Seelenmensch hat es nicht verdient, ständig mit Geistern aus der Vergangenheit konkurrieren zu müssen. Wenn dir eine verflossene Partnerschaft oder eine alte Liebe noch im Herzen herumspuken, musst du diese Dämonen ziehen lassen. Sie beeinträchtigen sonst nicht nur deine Gegenwart, sie verbauen dir auch deine Zukunft. Nummer 11. Willst du eine Beziehung mit mir eingehen? Leider wird dein "Ja, ich will" in diesem Fall kein Garant für ein Happy End sein. Es signalisiert deiner Seelenliebe lediglich, dass du bereit dafür wärst, jedoch ohne das Kleingedruckte gelesen zu haben. Eine Beziehung mit einer verwandten Seele zu führen, kann in harte Arbeit ausarten. Wer dabei an einen endlosen Honeymoon denkt, wird enttäuscht werden. Nummer 12. Bist du zufrieden mit deinem Leben? Kannst du hier nicht mit einem herzerfrischenden Ja absolut antworten, wird es wohl ebenfalls noch eine Weile dauern, bis dein Seelenmensch den Weg zu dir findet. Er ist kein Retter in der Not, auch nicht dein Erlöser oder der Messias. Hilf dir selbst, dann klappt's auch mit der Seelenliebe. Unser heutiges Fazit. Das Quiz des Lebens verrät, bist du bereit für dein karmisches Gipfeltreffen? Diese 12 Fragen solltest du jederzeit beantworten können, am besten sogar noch im Schlaf. Sie sagen nicht nur deinem Seelenmenschen, was Sache ist, sondern du selbst erfährst auch viel Aufschlussreiches über dich. Die schlechteste Antwort wäre hier übrigens keine Antwort. Ansonsten gibt es kein richtig oder falsch. Du wirst in den Augen deiner Seelenliebe ohnehin perfekt sein und sie in den deinen ebenfalls. Trotzdem wirst du mit den alten Geschichten abschließen müssen und offene Mängel in deinem Leben beheben, bevor es dazu kommt. Je näher du deiner Bestimmung bereits bist, desto besser. Und der Schlüssel zur Liebe durch einen anderen Menschen ist die Eigenliebe. Solange du nicht dein größter Fan und dein glühendster Verehrer bist, kann diesen Job auch niemand anderer erledigen. Zu zweit jedoch ist dann alles möglich. Ein persisches Sprichwort lehrt uns, zwei Herzen, die eins sind, reißen ein Gebirge nieder. Vielen Dank und bis bald.